Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und heute mache ich mal ein Video, wo ich mir denke, haben wir noch nie gemacht. Und zwar ein Preview-Video sozusagen von dem Bagger. Den habt ihr da beim letzten Video, bei dem Wiener-Radlader-Umbau-Video schon im Hintergrund gesehen. Und das ist jetzt sozusagen Version 1.0 oder 0,9, denn er hat bisher nur unter Laborbedingungen gearbeitet. Er war noch nie irgendwo auf der Baustelle. Es funktioniert alles theoretisch. Es ist noch nicht ganz getestet. Aber ich dachte mir, ich stelle ihn euch mal vor, denn heute ist ein furchtbar schwülwarmer Tag und da ist es hier in meinem Keller sehr angenehm, bei einer doch relativ kalten, konstanten Temperatur. Außerdem bin ich gerade frisch fertig geworden, habe gerade so die letzten Tests hier gemacht in meiner Werkstatt und dachte mir, ach komm, das zeige ich euch. Hier ist er, das gute Stück. Das letzte Mal, wie gesagt, stand er nur im Hintergrund. Er ist saumäßig schwer, denn er braucht sich hier nicht verstecken, beziehungsweise ich brauche das hier nicht verstecken. Ihr seht zweifellos, hier ist ein Huina verbaut. Hier sind die Teile vom Huina 583, ist es glaube ich, drin, der Vollmetallbagger. Und damit habe ich gearbeitet. Was habe ich gemacht? Die komplette Elektrik ist rausgeflogen. Nicht nur, weil ich was gegen die Elektrik hatte, sondern mir war der Original-Huina ja zu langsam. Das war eins meiner Hauptkriterien. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will einen Umbau auf 3S-Lipo-Akkus und die Motoren sollten es aushalten. Ich hoffe es einfach mal. Aber die Elektronik hält es nicht aus. Das heißt, die komplette Steuerelektronik ist rausgeflogen. Und was ich in diesem Zug natürlich gleich mitgemacht habe, sind Zusatzanschlüsse verbaut. Ja, das heißt, dass ich einfach mehr Geräte vorne anstecken kann, die dann eine andere Funktion erfüllen. Was habe ich verbaut als Elektronik? Also die Motoren sind die gleichen momentan geblieben. Ich habe die Modellbauregler verbaut, die ich sonst auch immer nehme. Das sind diese kleinen Teile. So schauen die aus. Nennen sich, ich muss immer nachgucken, Easy-Regler und zwar AS12 6RW Easy von modellbau-regler.de. Muss ich sagen, für mich spitze, meine absoluten Favoriten. Wie gesagt, ich bestelle die kommen dann so in einer Tüte. Servokabel sind mit dabei, es ist eine Anleitung mit dabei, man kann sich das von der Kabellänge her wunderbar selber stricken, wie man das haben möchte. Das Löten ist überhaupt kein Problem, die Lötpunkte sind groß genug. Um das selber anzulöten, ist also überhaupt kein Problem. Die gibt es aber auch schon mit Kabel angelötet, glaube ich. Habe ich noch nicht bestellt, sind aber die gleichen. Ich finde die hier top. Wie gesagt, ich verlinke sie euch nochmal unten drin. Genau. Die habe ich jetzt hierher genommen. Die sind eben selbst neutralisierend in der Nullstellung beim Einschalten. Sie sind wahnsinnig feinfühlig zum Fahren und sie haben überhaupt kein Problem mit den Spannungen, die hier die Motoren brauchen. In diesem Zuge natürlich gleich eine neue Fernbedienung und hier dachte ich mir auch ab, wir probieren jetzt mal was Neues. Ich habe die Fernbedienung noch nie bisher in Betrieb gehabt, ich habe die wirklich bestellt. Ist diese hier, ist eine Radiolink AT10, die ich mir habe hier kommen lassen und ich bin bisher sehr zufrieden. Also man kann hier so ziemlich alles einstellen, was man möchte. Ist eine 10-Kanal Fernbedienung plus Batterie. Das heißt, Anschlüsse mehr als genug vorhanden und dementsprechend sind jetzt hier auch aktuell 9 Kanäle bzw. 9 Regler verbaut, 9 Kanäle belegt. Das heißt, wir haben ja die 4 Grundfunktionen: Drehen, Arm, Stiel und Schaufel. Das sind ja schon mal die ersten 4, die sowieso weg sind. Die habe ich hier ganz normal auf die Steuerknüppel gelegt und wir haben noch Kette links und Kette rechts. Hier, ich zeige es euch einmal ganz kurz. Hier habe ich an der Seite einen Joystick eingebaut, denn über so Drehpottis oder sowas fahren geht gar nicht. Also da stelle ich mich an wie der letzte Mensch. Ich brauche es jetzt nicht so häufig. Also ich bin jetzt nicht der, der irgendwie auf der Baustelle hin und her fährt, sondern eigentlich bleibe ich relativ starr stehen und setze ihn dann um und dann wird weiter gebaggert. Aber ist natürlich hier wesentlich kommoder mit dem Ganzen. So, die anderen Kanäle habe ich verlegt für die Zusatzanschlüsse. Das heißt, wir haben hier einen Schwarz-Weiß Ein-Aus-Einschalter. Hier drüben ist nochmal ein Ein-Aus-Einschalter, den ich hier belegt habe. Und einen Proportional mit Drehpotti. Das sind die 3 Zusatzanschlüsse, die hier am Arm verbaut sind.
Das Ganze fährt jetzt mit 3 S-Lipo-Akku, 11,1 Volt oder 12 Volt oder wie ihr das auch immer bezeichnen wollt. Es sind 11,1. Und dadurch wird er natürlich etwas schneller. Wie gesagt, er fährt, ist alles kein Thema. Umgebaut habe ich ihn so, dass ich ihn mit meinen Standard-Zippy-Akkus fahren kann, mit 1000 mAh. Wie lange ich damit klarkomme, wir werden es sehen, wie lange da ein Akku reichen wird. Das muss ich jetzt erstmal testen. Bisher habe ich ihn, wie gesagt, nur hier im Stand betrieben, noch nicht im harten Baustelleneinsatz gehabt. Genau, ein Akku ist schon drin. Schalten wir den einmal ein. Besonderheit, die piepst nicht. Ist auch eine Fliegerfernbedienung normalerweise. Das heißt, man muss auch wieder den Joystick neutralisieren. Und schalten wir den hier auch einmal ein. Ein paar Punkte habe ich schon natürlich jetzt festgestellt, wo ich sage, oh, die werde ich ändern müssen. Die stehen schon auf der langen Liste. Aber das werde ich dann in einem Rutsch machen, wenn ich gesehen habe, okay, im Baustellenbetrieb hackelt es oder zuppelt es hier, da passt irgendwas nicht. Momentan fehlt mir das, irgendwie funktionieren die LEDs nicht, die hier eingebaut sind. Die sind zwar angeschlossen, funktionieren aber nicht. Und mir fehlt leider ein Kontrolllicht oder ähnliches, dass ich sehe, ob der jetzt an oder aus ist. Weil er macht halt keinen Mucks. Ja. Gut, was haben wir für Funktionen? Wir haben also ganz normal die Drehfunktion. Endlos drehen mit Kabeldurchführung ist überhaupt kein Thema natürlich. Wir haben den Stiel. Die Endabschalter habe ich gelassen. Das sind noch die Originalen. Ich habe allerdings den Weg verändert. Ihr seht das, ich drehe jetzt gerade mal rum. Ihr seht, ich komme hier um einiges weiter rein. Das habe ich noch verändert. Das heißt, ich komme hier wirklich nah ran. Das schafft er im Original nicht. Das habe ich hier also wirklich noch nachgearbeitet. Dadurch hat er jetzt hier aber irgendwo, und das habe ich schon gemerkt, immer wieder mal so einen Zuckler. Ob das an den Endabschaltern liegt, ich habe das in Vermutung. Denn mir ging das beim Radlader, habe ich das ja auch schon gesehen. Die Endabschalter sind keine Taster, das sind intern sind das Schiebeschalter. Das heißt, die schieben sich von einem Pol, der Kontakt oder diese Brücke, schiebt sich von einem zum anderen. Und je nachdem, wie langsam oder schnell man hier anfährt, kann es sein, dass der genau zwischen diesen zwei Kontakten stehen bleibt und dann stehen bleibt. Und dann geht es nicht weiter. Das heißt, man muss ihn etwas rütteln. Das zweite, das seht ihr auch gleich jetzt hier, das ist was, obwohl ich jetzt hier Hülsen mit eingebaut habe, er hat immer Spiel. Das ist einfach so, egal was du irgendwie machst. Also er hat immer etwas Spiel von den Zahnrädern her, von den Zylindern her auch. Ich habe sie alle offen gehabt. Ich habe da auch schon ein paar Versuche gemacht, was man da vielleicht machen könnte. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich damit leben kann. Momentan, wie gesagt, geht es mir eher um die Geschwindigkeit. Kraft war vorher schon da, jetzt natürlich noch mehr. Ich fahre hier natürlich mit einem Drittel mehr an Strom rein. Deswegen. So. Also, wir haben den Stiel. Wir haben die Schaufel. So. Kommen wir hier gleich zu dem nächsten Punkt. Ich habe hier wieder die Umlenkung eingebaut, mittlerweile gefräst aus Alu. Ich hatte mal so einen Plastikprototypen, den hat es mir zerrissen. Deswegen, bei mir gibt es das nur aus Alu, einfach eine Hülse zwischen reingelegt, dann passt es. Und jetzt haben wir eigentlich genau dieses Problem mit den Endabschaltern. Das heißt, hier ist die Schaufel jetzt fest momentan. Und die lässt sich jetzt, wenn ich ihn ganz auf Anschlag fahre, bis dass die Rutschkupplung sogar auslöst, weil der Endabschalter hier nicht richtig greift. Mal gucken. So. Wenn man den Endabschalter aushebelt, funktioniert es plötzlich wieder. Ich weiß es nicht. Ich werde wahrscheinlich die ganzen Endabschalter rausschmeißen und meine normalen Endabschalter einbauen, weil das ist für mich dann auch kein Zustand. Meine, es ist okay, ich weiß ja, wo er eigentlich zu Ende ist, aber... Ja. Ihr seht auch hier, er macht ja sehr weit zu, auch wenn ich unten bin. So, auch hier, Endabschalter greift. Jetzt will er nicht mehr. So, der Endabschalter funktioniert wunderbar, das ist bloß der hier auf der Seite und der hier. Warum auch immer, der auch diese Probleme hat. Schon geht er wieder. Also es ist wirklich ein halber Millimeter
der hier drauf drückt und es geht nicht mehr. Und interessanterweise, ich habe jetzt, um den zu lösen, drücke ich ihn weiter, also dass er wieder in die komplett gesperrte Position geht, damit er dann in einem Rutsch drüber fährt, weil er sonst einfach gar keinen Strom mehr bekommt. Ja, also es ist wie gesagt ein Zustand, mit dem kann ich nicht leben, das weiß ich auch, das wird geändert. So. Hier haben wir nochmal das Schließen, ich kann also hier unten ganz zumachen, auch wenn ich oben bin. So. Auch hier habe ich rumgebastelt übrigens, ihr seht es, der geht wahnsinnig weit hoch, allerdings ist der Endabschalter hier noch nicht eingestellt. So, hier ist ungefähr Ende, das heißt, meine Ladehöhe, gar kein Meterstab da. Wie konnte das passieren? Wie konnte das nur passieren? Wir sind hier irgendwo unter Kante 32 cm, also überhaupt kein Stress. Das habe ich also wie gesagt nachgearbeitet und natürlich auch nach unten. Überhaupt kein Problem. Wie gesagt, nach unten haben wir auch wieder einen Endabschalter drin im Arm. Der funktioniert auch nach oben hin, der schlägt nicht an, das muss auch korrigiert werden. Ich sage ja, Version ist noch nicht mal bei 1.0, sondern er ist absolut experimentell noch. Aber ich muss sagen, er gefällt mir von der Geschwindigkeit halt hier wahnsinnig gut jetzt, denn ich kann einfach diese Funktionen hier wesentlich schneller ausführen. Ja. Und das macht einiges aus, das macht richtig was aus. Kommen wir kurz zum Fahrwerk. Kette links, Kette rechts. Hier ist wie gesagt dieser Joystick, das heißt, ich kann so mit. Ach, machen wir es vielleicht so. Beide gleichzeitig. Oder rechts rum, links rum. Ja, bisschen kurvig. Ich kann auch so. Also. Fahren ist furchtbar schnell, habe ich hier noch nicht eingestellt. Ja. Aber das werde ich sehen, wie ich es brauche. Das ist das kleinste Problem von allen. Ich drehe nochmal komplett rum, damit ihr auch noch die anderen Sachen seht. Hier drüben laufen die Kabel für die Zusatzanschlüsse. Hier vorne haben wir zwei Adapter. Die hängen schon an einem Fahrregler dran, jeweils. Also so. Unten drin ist natürlich der eine Anschluss, der auch an einem Regler hängt. Das heißt, ich habe jetzt momentan drei proportionale Anschlüsse hier, die ich fahren kann. Ich kann in der Fernbedienung natürlich auch ganz einfach umschalten zwischen den Sachen. Wenn ich sage, ich brauche jetzt drei mit Drehpotti, dann stelle ich die einfach um. Das ist an der Fernbedienung furchtbar einfach. Da brauche ich gar nichts machen im Großen und Ganzen an dem Bagger selber. Genau. Momentan, wie gesagt, habe ich es an, aus, an und einen Drehpotti. Je nachdem, welche Funktionen ich brauche, kann ich es dann da anschließen, wo ich das haben möchte. Ja, das Ganze habe ich hier festgeschraubt, läuft einfach bis hier hinten rein. So. Genau. Das ist. So. Das war mal die erste Information zu diesem tollen Bagger. Ich werde jetzt mal schauen, was jetzt alles zu tun ist, wo ich noch zusätzliche Probleme auf der Baustelle erkenne, wo es noch hakt und wo es nicht passt. Endabschalter stehen auf jeden Fall ganz, ganz oben auf meiner Liste. Das heißt, der ganze Arm, der fliegt nochmal raus, wird nochmal aufgemacht, da werden die neuen Endabschalter eingebaut. Ich finde ja, die drin waren, fand ich super. Sie sind exakt an dem Platz, wo ich sie brauche. Sie haben schon ein vorgegebenes Gehäuse in dem Fall. Natürlich, ich musste sie auch umlöten. Das war jetzt so natürlich nicht möglich, weil sie von der Elektronik her einfach komplett anders funktionieren, wie es im Original ist mit der Platine. Aber so macht es keinen Sinn. Also das erkennt jeder. Klar, ich habe ja die Rutschkupplung am Ende. Prinzipiell könnte ich sie auch einfach aushebeln und könnte sagen, so, habe ich es halt nicht drin, am Ende rattert es halt, aber das möchte ich eigentlich nicht. Vor allem, ich möchte dann diesen Krach nicht haben, dass wenn man dann wirklich dauernd irgendwo in die Rutschkupplung am Anfang reinfährt. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Ist für das Getriebe mit Sicherheit auch nicht auf Dauer förderlich. Genau. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Der Rest kommt. Wie gesagt, ich verlinke euch auf jeden Fall noch die Modellbauregler, weil hier die Frage ja immer häufiger kam, was ich hier so verbaue, und
mehr ist hier auch nicht drin. Also es ist wirklich nur die Fahrregler, es ist ein BEC-Modul natürlich für die Stromversorgung drin, es ist der Empfänger drin und es ist diese Fernbedienung hier von Radiolink drin. Ich schaue mal, was ich euch unten soweit alles verlinken kann und halte euch natürlich auf dem Laufenden, was jetzt noch alles passiert mit diesem Bagger. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es dann auf der Baustelle auch das erste Testvideo mit aufzunehmen, damit ihr ihn auch natürlich hier live im Betrieb seht. Die Macken kennt ihr schon und dann seht ihr auch mal, wie sich das so auf der Baustelle verhält. Ja? Dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet, abonniert meinen Kanal und dann seid ihr beim nächsten Mal auf jeden Fall garantiert wieder mit dabei und wir sehen uns.